ask me, I don't really know what it is or what scale it is. It reminds me of a pen of the green toast line, which you take out and play with. It slips through your fingers and changes shape each time. The structure is wet. And it's kind of true, you know, it's like, in a way it is a kind of relationship. I mean, we live together. Ich bin nicht der Typ, ich lebe lieber alleine. Ich war normalerweise, weil ich immer ein Einzelgänger war, auch schon früher in der Schule, ich habe mich nicht da mit anderen da zusammengetan, wie man so immer so eine Clique war oder was. Wenn sie Freundschaften eingehen, ist egal, mit einem Mann oder mit einer Frau, wenn jetzt irgendwas passiert, dann sagen sie immer, Mensch, du bist ja ein Idiot. Musst du dir das selber antun? Du kannst ja alleine leben, wie bisher. Also ich würde auch ja keine Freundschaft eingehen. Und außerdem ist ja auch heute schwer. Wir zicken uns irgendwie an und dann reden wir nicht mehr miteinander. Ja. Und irgendwann sagen wir dann, ja, war dumm, tut mir leid, und dann war es das auch wieder. Ja, aber so richtig toll war es eigentlich, außer da einmal. Aber es ist immer so ein bisschen anzicken und dann so, ja, okay. Und dann nur so, was machst du hier eigentlich? Und dann wieder ganz normal. Ja. Ich wohne da hinten in dem grauen Haus da, ne? Und ich stand mal auf dem Hof bei plärrendem Regen. Und da kam da, stand da so eine mir unbekannte Frau mit ihrem Mann. Und die standen auf dem Hof und die erzählte irgendeine Geschichte. Und dann habe ich mich dazugestellt und gefragt, was sie denn da machen, weil die gehörten nicht ins Haus. Und dann sagt sie, ja, sie hat nach dem Krieg da gewohnt. Und zwar unten im Keller. Und sie wollte ihrem Mann mal zeigen, wo sie gelebt hat. Die Hauseingänge sind deutlich sauberer geworden, zu meiner Bestürzung. Viel Streetart ist verschwunden und die Mieten sind gestiegen. Ja, manchmal ab und nackt. Nackt hat dann 0:02, 0:03, ne? Die Idioten kommen hier mit Auto, ne? Schnell fahren durch, ne? Die sind von Faschisten Nazi. Ja, diese kranke Leute, ne? Ungesunde kranke Leute. Und sie schreien in die Auto. Also, ne? Wir kriegen euch, Ausländer, Türken, wir kriegen euch. Ne? Ja, die Arbeit hier, das ist eben die zentrale Arbeit eigentlich, die wir hier neu gemacht haben in Oldenburg. Man sieht eh, was es ist. Es ist eins von zwei Klettergerüsten, die es in Oldenburg gibt, und das andere ist eher ungeeignet gewesen für das, was ich machen wollte, weil es wichtig war, dass es eben diese geometrische Form hat, die so ziemlich geschlossen ist und die dann eben erweitert wird auf so eine informelle Art. Mit diesen Hütten soll dabei so angedeutet werden, es ist eine Art Doppelnutzung oder Erweiterung von Wohnraum, wie auch immer. So ein bisschen, was mich da interessiert, auch in den anderen Arbeiten, halt diese Konventionen, was man gesellschaftlich so abmacht, was man braucht. Zum Beispiel ein Riesenrad braucht man heutzutage. Übrigens, das ist das größte der Welt, zumindest damals war es das, 2011 in Singapur. Und ja, Klettergerüste gibt es natürlich in allen Größen, aber diese geodätische Form hat sich scheinbar bewährt, weil sie eben sehr stabil ist und sehr leicht. Aber dahinter steckt ja dann immer auch solche gesellschaftlichen Einkünfte, ne, dass man, also die Kinder halt da klettern sollen, wobei sie sich auch nicht wehtun dürfen. Das heißt, es ist immer so eine Gratwanderung von eben, was will man nicht bei dem. Das würde natürlich schon diesen Rahmen sprengen, nicht nur symbolisch. Von dieser Art von gemeinschaftlicher Nutzung, also wenn man sich jetzt vorstellt, da würde irgendjemand diese Hütten verwenden, wäre das natürlich irgendwie untragbar, weil man eher versucht, alles so separat zu machen. Also die Kinder dort, die anderen dort und ja.
Die Arbeit da oben ist in China entstanden. Das ist eine Hand, die ein Glas hält, ein Weinglas. Das ist eine Werbung für Mao Tai Schnaps. Das ist eine staatliche Schnapsfirma in China. Mir gefällt formal ganz gut diese Geometrie bzw. wie sagt man, der Konstruktion, das Konstruktive vielleicht. Und auch ein bisschen, dass das ja das sozusagen zum Klettern da ist, aber da klettert niemand. Und diese Hand ist in Wirklichkeit in Werbung. Und ich habe sie dann genützt, um drinnen sozusagen so eine Art Performance zu machen, indem ich eben herumkletter und ab und zu aus einer Flasche trinke. Was ein bisschen dieses vielleicht wörtlich nehmen ist von dem Zweck dieser Werbung. Sie soll eben Werbung machen für Mao Tai Schnaps. Und ja, ich finde, man sieht ganz gut so diese Größenverhältnisse zwischen halt einer einzelnen Person und dieser monumentalen Hand, was ein bisschen dieses Totalitäre, also was das Totalitäre ja so ausmacht, dass es so diese Größenverhältnisse unmenschlich macht eigentlich. Wobei ich zeige vielleicht später noch ein, zwei Arbeiten über Monumente, irgendwie ganz gut finde, dass es so ein totalitäres Monument ist, das einen scheinbar zum Trinken animieren soll, was ja eigentlich jetzt nicht so unfreundlich ist oder vor allen Dingen schon fast so gegensätzlich zu hierzulande, wo uns ja vor allem an Autobahnen ja eher vom Trinken abgeraten wird, also wo es sogar auch verboten ist zu trinken. Ja, vielleicht bei dem Singapur-Rad, da sieht man jetzt eh gerade ganz gut, da ist eine Kabine ist mit Polizei beschriftet, was sie eben von den anderen Kabinen unterscheidet. Und ja, das tut so ein bisschen dieses Symbolhafte von einem Riesenrad, das ist so, als Gesellschaftsbild wird es manchmal verwendet, wo in den einzelnen Kabinen einzelne Gruppierungen darstellen soll. Das sozusagen aufnimmt und eine Kabine ist eben dann die Polizei, die ja in jeder Gesellschaft eigentlich immer irgendwo ist. Also ohne dies auch nicht diese Ordnung überhaupt gäbe, weil ja die Einzelinteressen sich dann wahrscheinlich ziemlich schnell gegenseitig irgendwie bekämpfen würden. Es ist eigentlich zufällig in Singapur entstanden. Also ich hatte die Idee eigentlich schon vorher, aber ich war dann eben zufällig dort eingeladen für diese Biennale eben und sie haben eben das weltgrößte Riesenrad, von dem her hat es sich irgendwie angeboten, das dort zu machen, diese Intervention, weil ich es jetzt nicht nur als Kommentar zu dem Polizeistaat Singapur sehe, sondern finde, dass das auch jetzt genauso in London oder in Oldenburg oder wo auch immer funktionieren würde. Ja, hier um die Ecke ist auch eine Intervention. Da geht es schon mehr ums Private, beziehungsweise die Schnittstelle zwischen Privat und Öffentlich, der Gartenzaun. Das ist eine ziemlich plumpe Aktion auf eine Art gewesen, weil wir so tun, als gäbe es so eine Art Service, einen Zaun schärfen zu lassen. Es war mir dabei wichtig, das nicht selber zu machen, also der Künstler, der performt, sondern dass es eben Leute machen, die dafür im Prinzip bezahlt, also nicht im Prinzip, die dafür bezahlt werden, für die das einfach eine Arbeit ist, wie jede andere Arbeit. Und diese Zäune schärfen, wo ich versucht habe, so zu filmen, dass man auch die Reaktionen ein bisschen von den Passanten mitbekommt, die eigentlich so, ja, sich hauptsächlich damit abfinden, dass es halt so ist, wie es ist, dass diese Spitzen halt geschärft gehören. Dabei spielt, glaube ich, immer auch eine Rolle, dass Leute sich selten einmischen, wenn irgendwas passiert, was nicht unmittelbar mit ihnen zu tun hat, sondern das eher mal so zur Kenntnis nehmen. Interessant finde ich dabei eben, dass die Symbolik von der Lanze ja eigentlich überhaupt nicht mehr gelesen wird, wie als Symbole generell, denke ich mal, immer quasi halt ihre ursprüngliche Bedeutung aufgeben.
und sie am Anfang gar nicht symbolisch waren, sondern wahrscheinlich wirklich halt zur Abwehr eben. Und das so ein bisschen zurückführt zu der ursprünglichen Art, sich zu schützen, die ja heutzutage ziemlich altbacken daherkommt. Wobei eben diese Kindergarten-Tante dann tatsächlich sagt, auf die Frage von den Kindern, was die Männer dort machen, eben, dass sie den Zaun schärfen, damit da keiner drüber klettert. Die werden geschärft, wenn da einer drüber klettert. Wenn dann einer rüberklettert, das war's dann. Ah ja, und wenn dann einer rüberklettert. Das ist eine der seltenen übrigens Momente, dass so eine Reaktion wirklich mit auf dem Video drauf ist, weil also in vielen anderen Fällen geht sich das gar nicht so aus. Ne? Zum Beispiel bei dem Riesenrad, das war übrigens für eine Umdrehung nur sozusagen als Polizei entstellt. War es natürlich schwierig, irgendwelche Reaktionen aufs Band zu kriegen oder irgendwie zu dokumentieren oder auch nur davon zu erfahren. Das war bei dem Klettergerüst ein bisschen anders. Da haben schon die Kinder haben sich schon gefreut, haben gefragt, wann wir fertig sind endlich, dass sie es eben benutzen können, diese Hütten. Und andere waren dann eher entsetzt darüber, dass so etwas... dass die Stadt für so etwas Geld ausgibt, aber eher deswegen, weil sie es gleich wieder abgebaut haben. Ich glaube, das haben die Leute am wenigsten irgendwie verstanden, warum so etwas eben gebaut wird und dann nicht da ist. Ne? Also es geht um Goldringe, die gefunden werden. Die haben so einen kleinen Stempel innen und eine Karatangabe. Und das Video ist quasi aus meiner Perspektive gefilmt, in einer versteckten Kamera. Und ich bin sozusagen in der glücklichen Position, ständig Ringe geschenkt zu kriegen. Also nicht nur einen, sondern zwei, drei, fünf Ringe. Und ich weiß nicht, ob Sie den Trick kennen, aber der basiert eben darauf, dass eben der Ring dann verschenkt wird. Und später kommen dann die Leute, die Finder, aber wieder auf einen zu und fragen halt um ein bisschen Geld, weil sie keins haben und immerhin haben sie dir diesen Goldring geschenkt und in der Regel gibst du ihnen dann eben etwas. Aber ich habe mich dann entschieden, diesen Teil überhaupt wegzulassen. Also den Battle-Teil, sozusagen den geschäftlichen Teil und nur auf dieser Welle sozusagen dieses Glücks zu reiten, in der eben einfach nur dieses unwahrscheinliche Schenken vorkommt. Der Trick wird auch hauptsächlich mit Touristen angewendet. Es wird sogar gewarnt davor, also auf Paris-Webseiten. Mich hat auch tatsächlich ein Tourist dort gewarnt, ein Australier, dass ich den Ring nicht nehmen soll, weil der eben falsch ist. Und ich habe ihm danach erklärt, gezeigt, dass ich schon fünf habe und ihm erklärt, dass es ja ein Original-Gypsy-Goldring aus Paris ist und nicht irgendein Eiffelturm 20 Euro wahrscheinlich. Und das hat er dann auch irgendwie, glaube ich, verstanden oder sich geärgert, dass er selber keine Ringe genommen hat. Und auch nett ist, finde ich, dass wir, beziehungsweise mein Galerist, diese Ringe jetzt weiter verhökert auf Kunstmessen. Und da sieht man die Karatangabe. Und sozusagen dieser Trick irgendwie so eine zweite Ebene hat, weil letztendlich ist es halt Showbusiness auch. Und ich finde, dass diese Performer vom Louvre eine ziemlich gute Show eigentlich abziehen, dafür, dass sie eigentlich nichts haben. Also es ist nur ein Messingring natürlich, der übrigens nur illegal wird darüber, dass sie diesen Aufdruck hat, sonst wäre es einfach nur ein Stück Messing. Aber ich finde es auch irgendwie also sehr ähnliche, weiß nicht, verwandte Art zu arbeiten. Also
sagen wir, dieser Schein und dieses Bild, man erzeugt die Situation und dann wird eine Geschichte erzählt, es wird eine Emotion hervorgerufen, die dann eben irgendwie in ein kleines Geschäftsmodell umgewandelt wird. Aber es gibt noch Ringe, also falls jemand will, ist noch nicht ausverkauft leider. Ah ja, also bei der Arbeit, wie gesagt, ich habe sie beobachtet, dass eben dieser Trick angewendet wird und fand es interessant, wusste aber lange nicht, was ich damit machen soll. Hab's dann eben, bin auf die Idee gekommen, okay, ich besorge mir so eine versteckte Kamera und filme mich eben aus der Perspektive, weil man halt am nächsten dran ist und so. Also es ist eigentlich so eine Mischung aus Installation und Video. Was wir gemacht haben, ist so 10 Art Vogelhäuschen aufzuhängen, die aber ja auch nur so ausschauen wie Vogelhäuschen. Und die haben alle Flüssigkeit enthalten, und zwar Schnaps oder Whisky. Und das Video verfolgt sozusagen einen Charakter, der eben diese ganzen Stationen abklappert und diese verschiedenen Vogelhäuser leert. Ich habe dabei eben darauf geachtet, dass das immer ein anderer Mechanismus ist, dass es so auch dann diese Kreativität, die man braucht, um Alkoholismus zu verheimlichen oder auch nur im öffentlichen Raum trinken zu können, wenn es verboten ist. Wie es in New York der Fall war, das ist von 2005, das war damals noch ein relativer Vorreiter, glaube ich. Mittlerweile ist es schon relativ weit verbreitet. Ja, und nebenbei ist irgendwie dann so ein kleines Stadtporträt auch entstanden. Und auch interessant ist der Darsteller natürlich immer betrunkener geworden, was ganz gut ist, weil man merkt es jetzt vielleicht nicht unbedingt, wenn man es nicht weiß, aber ich habe immer gesagt, er soll ihn nicht schauspielern, weil er soll das nur quasi ausführen. Und irgendwie hat der Alkohol dann natürlich dazu geführt, dass also die chemischen Reaktionen, dass die Reaktionen generell halt irgendwie so programmierter oder werden. Austauschbarer. Ja, also viele Arbeiten drehen sich halt auch so um Verbote und
eben diese Konventionen und so, die ja dann ja, halt einen mehr oder weniger stören, je nachdem, wie man halt, was, um was es halt geht. Ob man jetzt gerne trinkt oder ob man einen Hund hat oder Kinder oder gerne laut Musik hört oder Fußball spielt, je nachdem hat man halt, leidet man unter anderen Einschränkungen, aber gleichzeitig ist es natürlich wichtig, dass alles irgendwie austariert ist. Ich finde eigentlich schon, dass es sich so relativ einschießt so auf gewisse halt, kulturelle Dinge, andere nicht. Und da ist eben dann, finde ich, auch dieser Blick ins Ausland, also jetzt zum Beispiel China eben vorher, wenn Sie sich erinnern, mit der Hand, mit dem Glas, auch interessant, wenn man so woanders schaut und ein bisschen die Bilder revidiert oder auch relativiert, die eigenen Werte und Vorstellungen und sozusagen Vorstellungen von Totalitarismus oder freiheitlicher, liberaler Gesellschaft. Generell so Kritik an Kapitalismus und so weiter. Ich war nämlich 3 Monate in China und habe dort auch einen Vortrag gehalten an so einer Bildhauer, also einer Akademie. Und vor mir war ein Tscheche, ein Jiří David, schon ein bisschen älterer Künstler, der eben einige so kommunismuskritische Arbeiten noch hatte, weil er noch aus der Generation war. Und diese Arbeiten sind, hat man gemerkt, auch relativ verhaltene Resonanz gestoßen in China. Während dann so Arbeiten von mir, die irgendwie den Westen so durch den Kakao gezogen haben oder so Kapitalismus oder so weiter kritisch, haben dann eigentlich großen Anklang gefunden. Was irgendwie, ja, aber eigentlich wieder nur unterstreicht, dass man halt ja, sich nicht aussuchen kann, wo welche Kritik von wem gutiert wird und welche nicht. Ne?